Hallo zusammen. Shannon Persifer ist ein Mädchen wie jedes andere. Die 16-Jährige machte ihren Abschluss und freute sich auf den Abschlussball, der die Belohnung für den Prüfungsstress sein sollte. Doch als der Tag schließlich näher rückte, sagte die Schülerin ihre Teilnahme an dem Ball ab. Der Grund? Shannon hat eine Erkrankung, wegen der sie von ihren Mitschülern gemobbt wurde. Nur ihre Mutter stand in dieser schweren Zeit zu Shannon. Und ihr Stolz für ihre Tochter war es, der Shannon schließlich doch einen Abschlussball bescherte. Ein Fest, das die Feierlichkeiten ihrer Mobber in den Schatten stellte und dem Mädchen zeigte, dass es auch viele gute Menschen gibt. Alles hat angefangen, als bei Shannon die Darmerkrankung Colitis ulcerosa diagnostiziert wurde. Das chronische Leiden schränkt Shannon in ihrem Alltag ein und führte bereits dazu, dass das Mädchen einige Schultage verpasste. Das Schlimmste war jedoch nicht die Krankheit, sondern das Verhalten ihrer Mitschüler, als diese von Shannons gesundheitlichen Problemen erfuhren. Anstatt ihr zur Seite zu stehen, machten sie sich über die Erkrankung lustig. Das führte so weit, dass Shannon nur noch ungern zur Schule ging. Die wichtigen Abschlussprüfungen bestand sie zwar mit Bravour, doch als der Abschlussball näher rückte, verlor Shannon schließlich den Mut. Schweren Herzen entschied sie, ihre Teilnahme an der Feier abzusagen. Ihrem großen Traum, seit sie ein kleines Mädchen war. Doch zuvor wollte sie ein letztes Mal in ihrem Ballkleid posieren. Shannons Mutter Claire schoss das, wie sie dachte, einzige Foto von ihrer Tochter in ihrem wunderschönen Abendkleid. Enttäuscht, aber stolz auf ihre Tochter, stellte sie das bezaubernde Bild auf Facebook und erzählte Shannons traurige Geschichte. Niemals hätte sie mit der überwältigenden Reaktion auf dem Facebook-Post gerechnet. Nachdem Claire die Geschichte ihrer Tochter auf Facebook geteilt hatte, erhielt sie hunderte Zuschriften von Freunden und Bekannten, die Shannon helfen wollten. Der örtliche Motorradclub machte ein ganz besonderes Angebot. Sie wollten Shannons persönliche Eskorte zu ihrem eigenen Abschlussball sein. Die 120 Mitglieder des GoSport Scooter Club boten an, Shannon auf einem Motorrad mitzunehmen und die Feier für das Mädchen zu organisieren. Und so geschah das dann auch. Claire, von der Nächstenliebe der Biker zu Tränen gerührt, wählte einen eigenen Ort aus und lud Freunde zum Kommen ein. Auch Shannons drei kleine Geschwister und Shannons Stiefvater Kevin sollten kommen. Shannons Vater war bereits vor vielen Jahren verstorben, weshalb die Hilfe des Motorradclubs sie besonders berührte. Das Mädchen holte ihr Ballkleid wieder aus dem Schrank und bereitete sich auf den großen Abend vor. Am Abend des Abschlussballs wurde Shannon persönlich von ihrer Eskorte abgeholt. Die Biker hatten eigens für sie ein Motorrad mit Beiwagen organisiert, in dem sie zum Ort der Feierlichkeiten gefahren wurde. Dort verbrachte sie einen großartigen Abend mit den Bikern und vielen Freunden und Bekannten. Es war besser, als ich es mir je erträumt hätte. Der Abend war unvergesslich und definitiv schöner, als wenn ich zu meinem eigenen Abschlussball gegangen wäre. Auch an Shannons Schule, an welcher am selben Abend der offizielle Abschluss stattfand, fuhr der Biker-Eskorte vorbei. Die Mitschüler, die Shannon zuvor noch gemobbt hatten, sahen den Motorrädern neidisch hinterher, als diese zu Shannons ganz persönlichen Abschlussball aufmachten. Nur Shannons Schulleitern an der Hampshire-Schule verlor nach dem unvergesslichen Abend einige Worte. Shannons persönlicher Abschlussball ist eine wundervolle Sache. Er zeigt, wie wichtig die positive Kraft der Menschen ist und was die sozialen Medien bewirken können. Shannon behält den unvergesslichen Abend für immer in Erinnerung. Kurze Zeit darauf begann sie mit dem College und fand bald neue Freunde, die Shannon trotz ihrer Krankheit lieben und akzeptieren. So Freunde, was haltet ihr davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.